meinst einen Cliffhanger, nicht, nicht Hangovers, es ist ein Cliffhanger. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Dann lass mich nochmal gerade kicken. Wo ist denn mein Frauchen? Ist die denn noch da? Ah, die ist da, ja. Bist du gerade am Rechner oder bist du schon im Bettchen? So. Boah. Was heißt hier? Am Rechner? Wollen wir noch ein bisschen was spielen? Wollen wir beide noch was spielen? Ich muss mal eben noch ein paar Fertigkeitspunkte vergeben. So, was haben wir denn da noch? Ich habe noch zwei Fertigkeitspunkte. Ach, nehmen wir den noch. Füllen wir mal alles auf hier, ne? Und dann nehmen wir das hier oben noch. Ah, okay. So. Jetzt suche ich mir noch mal gerade hier so ein Lagerfeuer. Oh, weiß ich nicht. Was möchtest du spielen? Such dir was aus. Irgendwas Nettes. Es geht doch nichts über eine schöne Pause an einem langen Tag. Ja, da hast du völlig recht. Eine lange Pause, eine schöne Pause an einem langen Tag. Guck mal, da ist ja noch ein Lagerfeuer. Manuelle Speicherung, das wollen wir glatt mal machen. Stufe 32, ist das unsere kleinste? Ne, Stufe 30 ist die kleinste, ne? Nehmen wir die doch. So. Wirklich überschreiben? Yep. Okidoki. Jetzt gucken, lass uns nochmal auf die Karte gucken, was es da noch alles so zu tun gibt. Was mich natürlich so ein bisschen ärgert, ist, dass wir die... Ach, okay. Na gut, dann mache ich noch alleine ein bisschen was. Aber dass ich diese, diese Bunker noch nicht fertig habe, ne, das ärgert mich so ein bisschen hier. Das ist hier Brutstätte. Diese Ruinen, ne, wegen der... Ey, was? Du willst fremd gucken? Ich glaube, es hackt. So, was machen wir denn dann? Sollen wir noch ein bisschen hier ein bisschen aufräumen oder so? Oder vielleicht doch nochmal hier in die... Hier oben hingehen. Ach komm, weißt du was? Komm, wir gehen mal hier oben hin. Was halten wir davon? Ich finde das gut. Da ist der Grabhort. Cyberpunk bei YouTube? Hä? Hä? Ja komm, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Wir machen noch ein bisschen weiter. Ja, wir machen noch ein bisschen weiter. Das machen wir. Da sich ja alle drücken wollen, machen wir da weiter. Gib zu, Marco, du hast sie alle körperlich bedroht. Mit Gewalt. Hast den Prügel angedroht. So. Frotzenwald. So, das ist der Grabhort. Wo geht's dann weiter? So, wir gehen mal in die Quest. Hauptquest. Okay, das hat sich erledigt. Wir machen Nebenquest. Auf in die eisige Wildnis. Erledige die Grauhabichte. Hab Kekse angeboten. Sehr lieb von dir. Okay. Stelle Stromversorgung der Vorrichtung wieder her. Ich brauche noch Energiezellen. Ja, vielleicht gibt es die ja hier. Okay. Dann werden wir da mal hochmarschieren. Mal gucken, was wir da finden. La, na, na.
So, da sind wir. Gehen wir mal in den Schnitt, ne? In den Schnitti-Schnatti. Wäre natürlich auch cool, wenn wir irgendwann mal das höchste Level erreichen. Wäre natürlich auch sehr nett. Okay. Dann machen wir mal Ali Hopp. Und nochmal Hopp. Was haben wir da noch? Okay. Für eine kleine Runde. Sehr schön. Also, wir machen jetzt noch bis 22 Uhr. Ungefähr machen wir jetzt noch ein bisschen Horizon, ne? Und dann würden wir, klingt sich die Aline mit ein, und dann würden Was wir ein bisschen... Was machst du denn da, Aloy? Dieser Weg führt zum Schnitt. Die Banuk haben nichts als nutzlosen Mystizismus zu bieten. Die Eklipse sehen nicht einfach zu, während du im Schnee spielst. Du hast eine Aufgabe. Boah, lass mich in Ruhe. Dann... Du schaust also immer noch nach mir. Ich dachte, dir reicht's. Entschuldige, dass mich das Schicksal der Welt immer noch interessiert. Also, folgendes. Banuk-Schamanen tragen doch Kabel in der Haut, oder? Da kennen wir noch so jemanden, hm? Ja. Vielleicht sollte ich mich nur deshalb von dem Banuk fernhalten, um nichts über dich zu erfahren. Mich interessiert nicht die Vergangenheit, Aloy, sondern die Zukunft. Oder dass es vielleicht keine gibt. Also hör auf zu quatschen und kümmere dich um Wichtigeres. Boah, geh mir nicht auf den Keks. Aber wie immer tust du, was du willst. Zickig. Ja. Dann machen wir bis 22 Uhr jetzt noch schön hier ein bisschen Horizon. Und dann klingt sich die Aline ein und wir spielen noch ein bisschen Dead by Daylight. So zum ein bisschen zum Abschalten. Sehr gut. Guck mal. Da war ja noch was. Halt, 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 ich will runter. Lass mich runter. Lässt du mich runter? Runterlassen. Danke. So. Einsammeln. Und es geht weiter. Es geht weiter. Alle hopp. Sehr schön. Ab in den Schnitt. Oh, Feuerwiderstand. Sehr schön. Da ist der neue Räuber. Man sieht förmlich die Herzen, die er abgibt. Was? Ich würde mal sagen, ich bin gestorben, ne? Tja, nach dem Abspann, was ist Silence nun? Silence ist ein Saubeutel. Der hat alle für seine eigenen Zwecke vorgespannt. Ja. Ein neuer Räuber. Man sieht förmlich die Hitze, die er abgibt. Ah, deswegen hatten wir wahrscheinlich hier einen Hitzeschutz. So. Liegt flach. Okay.
Wow! So. Erster Fail innerhalb von 5 Minuten. Ja klar. Kennst mich doch inzwischen, oder? So, da haben wir es doch. Lohe. Da gibt's Lohe. So. Was gibt's denn hier hinten noch? Kunde den Schnitt. Lass mal gucken. Ah, ich kann da noch hochgehen. Okay. Ah, ich muss hier hoch. Okay. Der Demanto. Nehme ich für unterwegs mit. Auf jeden Fall. Nimm's mit. Ah, ist das schön. So. Eine Fremde auf dem Berg, damit meint er doch bestimmt mich, oder? So, lass mal ganz kurz noch was nachschauen. So, dann komm her. Okay, das zählt wohl als Begrüßung. Jo. The Frozen Wilds. Banuk. Sicher, dass du hier nicht frieren wirst, Nora? Mir ist vom Klettern warm genug. Du hast zum Schnitt geschafft, Fremde. Aber du bleibst nicht lang. Von dem Berg dort steigt Rauch auf. Ist das ein Vulkan? Gute Frage. Lagerfeuer. Unsere Schamanin ist fort. Unser Häuptling hat unsere besten Jäger in den Tod geschickt. Wie sollen wir jetzt noch aufmischen? So viele Jäger haben wir seit dem Krieg mit den Katscha nicht mehr verloren. Da wahrscheinlich, ne? Der Berg raucht heute stärker als sonst. Okay. Was haben wir denn hier? Vorrat, okay. Lass mal gucken. Oh, sieht das. Ey, Hammer! Da ist was Großes im Gange. Schau euch das mal an. Das gesamte Dorf geht in Richtung des Rauchs. Oh, der Himmel, ey. Krass gemacht. Sehr, sehr schön. So, wir wollen nochmal eben ein bisschen searchen hier. Ein bisschen gucken. So. Hier muss es irgendwo ein Lagerfeuer geben. Da ist auch noch eine Kiste. Okay. Nein, ausnahmsweise ist ein Lagerfeuer mal kein Speicherpunkt. Da hast du vollkommen recht. Aber du hast meinen. Aber du merkst, wie ich bei sowas arbeite, ne? Gedanklich. Wie sollen wir dem Häuptling noch vertrauen, nachdem so viele unter seinem Befehl gestorben sind? So.
Lass uns mal weiterschauen. Gleich gibt es etwas Seltenes, Nora. Burkrent, Lieferant für Bedarfsgüter. Für Bedarfsgüter? Meistens verbrennen die Banuk ihre Toten. Aber nicht heute. Weil man die Körper nicht bergen konnte. Ja, scheußliche Sache. All ihre besten Krieger. Fort. Also werden sie diesmal anders verabschiedet. Okay. Okay. Interessant. Sehr interessant. Greift eure Trauer, meine Jäger, und tötet sie! Die unseren erfüllten das Schicksal, nach dem alle Banuk streben. Sie fielen mit ihren Speeren tief im Stahl. Ihr Kampf ist nun zu Ende. Ihr habt ihre Seelen in den blauen Himmel aufsteigen sehen und hinaus ins blaue Licht. Doch unser Kampf beginnt gerade erst. Bald werden wir wieder Jagd auf den Dämon machen, der die Maschinen gegen uns aufhetzt. Was? Wer? Und so frage ich euch. Tragt ihr den Mut unserer Gefallenen in euch? Werdet ihr kämpfen und sterben, wie sie es taten? Mein Mut! Mein Speer! Unser Blut in deinen Zähnen, Aratak! Wir sind Banuk. Unsere Feinde sind Beute. Ja. Voll der Kriegerstamm. Ein Dämon, der die Maschinen aufhetzt. Maschinen, die ihre Stärksten getötet haben. Und was wollen sie tun? Wieder dort raufgehen. Narren. Ein kleiner Rat. Gratis. Gratis. Aloy. Aloy. Ich bin seit 2 langen Wintern hier. Und ich verstehe die Banuk noch immer nicht. Dieser Krawall etwa. Er begann mit dieser Schamanin, Uria. Sie erzählte über Stimmen und Dämonen oben auf dem Donnerkamm. Also marschiert ihr Verak nach oben und die Hälfte wird getötet. Von Maschinen. Als Uria verschwand, dachte ich, dass der Wahnsinn auch fort wäre. Doch nein. Der große Aratak rüstet auf, um es nochmal zu wiederholen. Sekunde. Ich muss mal gerade was auf Seite legen. So. Kennst du vielleicht einen Mann namens Silence? Groß, ernstes Gemüt, Kabel in der Haut. Wie ein Schamane. Ernstes Gemüt. Ich habe den Namen schon mal gehört. Aber nur geflüstert. Wie ein Schreckgespenst, das die Banuk verdrängen. Mhm. Ich weiß nicht, was geschah. Ich glaube, er hatte Ärger mit dem Konklave. Oder sie auch mit ihm. Konklave? Alle wichtigen Schamanen treffen sich von Zeit zu Zeit in Ban-Ur und reden über den neuesten Hokuspokus. Hokuspokus. Keine Ahnung, wie sie alle in ein Zelt passen, ohne dass sich ihr Kopfschmuck miteinander verhakt.
Er war schon mal dabei. Aber als ich fragte, wie es war, schaute sie mich nur böse an. Wenn du noch mehr wissen willst, musst du sie finden und ihr Vertrauen gewinnen, schätze ich. Viel Glück. Ja, danke. Der Dämon. Ich wüsste gern mehr über den Dämon. Nur Gerede, Aloy. Oder steckt mehr dahinter? Etwas, was das Verhalten der Maschinen bewirkt. Dann musst du Uriah finden. Zuletzt wurde sie auf dem Weg zum Eisfall im Gebirge gesehen. Angeblich kennen nur Schamanen den Weg durch diese eisigen Gipfel. Aber ich weiß, wo du ihren Lehrling findest. Naltuk. Er geht Gerüchten nach. Nördlich des Flusses. Gerüchte? Nicht sehr gute. Plötzliche Angriffe im Schnee. Seltsame Strukturen. Es sei eine neue Maschine, wie sie noch nie gesehen wurde. Okay. Jetzt bin ich wirklich interessiert. Vielen Dank, Burgrend. Nichts zu danken. Ob Aratak mir mehr über Uriah oder den Banakam sagen kann? Versuch es wert. Das ist eine gute Frage. Ich möchte von euch nicht mehr so etwas hören. Zweifel wiegt mehr als der Schnee einer Woche. Vergebt mir, mein Häuptling. Wir sind für den nächsten Versuch bereit. Aber das wird kein Versuch sein. Es muss gelingen. Versteht ihr das? Mein Häuptling. Gut. Fremde. Ich nehme an, du willst reden. Du willst unbedingt zum Berg zurück? Darauf gab ich mein Wort. Und das trotz des hohen Risikos. Welches Risiko? Sterben? Es wäre ein schlimmes Schicksal, unsere Köpfe zu senken und zu sagen, zu viel. Ja, okay, verstehe. Okay, Dämon? Dieser Dämon, von dem du sprachst. Wenn du zäh genug bist, dann wag dich raus und such selbst nach Zeichen. Er hat die Maschinen verändert, sie wilder gemacht, stärker. Aber was ist er? Das sollen die Schamanen klären. Okay, dann geht's los. Gut, ich denke, das war's dann. Gut. Lieber Taten als Worte. Richtig. Verlass dich auf Sekulis Instinkt. Ich habe noch nie ein schlechtes Gemälde nach dir gesehen. Ich darf beim nächsten Mal nicht zulassen, dass ich die anderen Jäger die ganze Beute sichern. Ah, da geht's runter. Okay. Was wir noch machen könnten. Boah, ist das Gebiet groß. Lass uns mal hier zu dem Langhals gehen. Einmal die Karte aufdecken, okay. Oder? Um zu erfahren, wie dieser Dämon die Maschinen beeinflusst, muss ich Uriah finden. Und dafür muss ich mit ihrem Lehrling sprechen, der nach Norden gegangen ist. Wir gehen jetzt erstmal hin und decken mal hier die Karte auf, ne? Alles klar, bis gleich. Bist im Luwak. Ich glaube, auf meinen Zähnen bildet sich Frost. Weichei. Klar, bei dir nicht. Zu Fall bringen können. Die sind unkaputtbar. Was haben wir denn da? Plünderer Haufen, verschiedene Metallteile. Ich guck mal, dass ich da raufkomme, ne? Hat sich stumpf verschrieben. Im Eis gefangen. Er liegt schon sehr lange so.
Aber die Plünderer sind noch nicht fertig. Na super. Mich gesehen. Hau rein! So. So. Okay. Ah, da ist noch ein Plünderer. So. Das war der letzte Plünderer. Passt. Ich sollte mal scannen, wie beschädigt der Langhals ist. Das machen wir noch eben. Die Banuk haben ihn beschützt. Der Langhals war ihnen vermutlich heilig. Klar. So ein nettes Kerlchen, der tut ja keinem was. Okay. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, da ich kein Lagerfeuer habe. Wir gucken mal eben in die Karte rein. Da haben wir ein Lagerfeuer. Gehen wir da mal ganz schnell hin. So. Manuelle Speicherung. So, dann überspeichern wir nochmal ein. So, da.